Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder, mein Name ist Coach Steph, wir haben Jason hier am Start. Boom! Und wir machen heute gemeinsam ein Ninja-Workout. Das heißt, wir haben Kraftübungen, Cardioübungen, wir haben ein paar Kampftechniken, ein paar Kombinationen und dann bin ich mir sicher, wir werfen später ein paar Ninja-Sterne und ein paar Rauchbomben. Jason, hast du Lust? Ja! Kinder, habt ihr daheim Lust? Ja! Und Eltern, habt ihr daheim Lust? Sehr schön. Denn Kinder, könnt ihr schon mal euren Eltern sagen, dass sie den Kanal abonnieren sollen, damit sie kein Workout, kein Video mehr verpassen. Und Jason und ich, so wie ihr daheim, legen jetzt los. Wir fangen auch gleich an. Und bevor wir loslegen, stellt euch einmal hier auf, dreht euch im Kreis und guckt, dass ihr nichts umwerft, euch nicht verletzt, niemanden anderen trefft. Und dann fangen wir an, locker auf der Stelle, Deckung hoch und wir boxen nach vorne raus. Wir boxen nach oben, machen die Arme ganz lang, richtig schön schlagen. Boxen nach unten, auch hier die Arme richtig lang machen. Sehr schön, stellen uns so breit auf, nehmen die Deckung hoch. Jason, wie ist die Deckung? Sehr schön, und kreisen hier jetzt den Oberkörper. Gehen in die andere Richtung und guckt, dass euch nicht schwindelig wird. Kein Quatsch machen. Sehr gut. Stellen uns jetzt auf ein Bein und tun das hier nach vorne und nach hinten wippen, ohne umzufallen. Wir wechseln das Bein, andere Seite, nicht umfallen. Und wir atmen einmal kurz durch. Kommen jetzt zur ersten Kombination. Jason, links, rechts, Kick. Kannst du einmal vormachen, wie das geht? Nee. So nicht, Kinder. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Linke Hand, rechte Hand und dann ein Kick nach vorne. Das ist die Kombination. Mach's nochmal vor. Links, rechts, Kick. Jeder sein Tempo. Schön sauber schlagen. Atmen nicht vergessen. 3, 2, 1. Los geht's. Sehr schön. Wir atmen kurz durch und gehen in den Liegestütz runter. Liegestütz einfach nur halten, noch gar nicht bewegen. Machen 10 Liegestütze. Jason zählt. Los geht's. 8, 9, 10. Sehr schön. Stehen auf und holen jetzt unsere Ninja-Sterne aus den Taschen raus. Und die werfen wir jetzt. Da hinten in die Ecke seht ihr den Baum. Und diese Ninja-Sterne werfen wir auf den Baum. Ich fange an, damit ihr seht, wie es geht. Jason, jetzt bist du dran. Zielen, zielen, stell dich hier hin. Kinder, ihr macht gleich mit.
3, 2, 1 und 5 Sterne. Los geht's. Sehr schön, gut gemacht. Alle 5 getroffen. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Da siehst du diese Zielscheibe. Ja. Da werfen wir die nächsten 5. Ich fange an. Ja, okay, die Kinder fangen diesmal an. Auf die Zielscheibe 5 Ninja-Sterne. 3, 2, 1, los. Super. Jetzt ich, die Eltern. 3, 2, 1, los. Guck mal, ich habe auch alle getroffen. Sehr gut, oder? Ja. Super. Jetzt machen wir Kniebeuge mit Kicks nach vorne. Und zwar hier runter, hoch, Kick. Und stellt euch schulterbreit auf. Das ist der Froschkick. 3, 2, 1, los geht's. Wir halten unten. Komm, hier halten. Für die Beine. Kommen wieder hoch und lockern einmal die Beine aus. Machen mit den Jumping Jacks weiter. Hampelmänner, Jason, wie geht's? Sehr schön. Kinder, Eltern daheim nachmachen. Los geht's. Und jetzt gehen wir erstmal auf den Boden, setzen uns hin und machen eine kleine Atemtechnik, weil die Ninjas sind dafür bekannt, dass sie ganz ruhig sind, komplett alles unter Kontrolle haben. Und wenn man müde ist, dann atmet man einfach. Und zwar legt ihr jetzt mal die Hände auf den Bauch, seid ganz ruhig, atmet durch die Nase ein, durch den Mund aus, macht die Augen zu und konzentriert euch mal nur auf eure Atmung. Los geht's. Sehr schön. Wir haben wieder unsere Kräfte gesammelt und können weitermachen mit Fahrradfahren. Das heißt, einmal auf den Rücken legen, so die Füße hier hoch und schön Fahrradfahren. Auf geht's. Schöne Kreise machen. Wir wechseln die Richtung, andere Richtung. Stellen die Beine ab auf den Boden und machen jetzt Sit-Ups. Das heißt mit den Händen hoch bis zu den Füßen und wieder runter. Und wir stehen alle auf, kommen alle hoch. Jason, hast du schon mal eine Rauchbombe geworfen? Nö. Weißt du, was eine Rauchbombe ist? Nö. Nein, das ist eine Kugel, wenn man die auf den Boden wirft, kommt ganz viel Rauch raus und derzeit kann man verschwinden. Okay? Ja. Soll ich mal verschwinden? Ja. Stell dich hier hin. So, Achtung, guck zu den Kindern. Kindern, guck, ich werfe jetzt eine Rauchbombe. Und bin danach weg. 3, 2, 1.
Tja, ja, da habt ihr geguckt, oder? Das kann eine Rauchbombe. Ich bin mir sicher, ihr könnt das auch. Jason, stell dich in die Mitte, nimm deine Rauchbombe und lass dich verschwinden. 3, 2, 1. Hä? Wo ist er hin? Irgendwo muss er doch sein. Wow! Jetzt habt ihr gelernt, was sind Ninja-Sterne, Wurfsterne und was ist eine Rauchbombe. Wir machen hier weiter. Mit welcher Übung? Wieder was mit Boxen, oder? Hätte ich gesagt. Ja! Einfach nur Kampfstellung, Deckung hoch und dann viermal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer im Wechsel. Los geht's. Meine Arme sind langsam müde. Stellt euch mal hier mit den Füßen zusammen, die Arme hier seitlich und macht ganz kleine Kreise nach vorne. Nach hinten, andere Richtung. Wir nehmen jetzt die Hände zu den Füßen runter. Und hier nach hinten. Wir stellen uns jetzt breit auf. Und gehen dann hier nach links und nach rechts im Wechsel. Drehen uns hier Oberkörper nach hinten. Machen zum Abschluss jetzt nochmal die Wurfsterne. Kinder, auf dem Baum in die Richtung, 5 Stück. In 3, 2, 1, los geht's. Jetzt die Erwachsenen, 3, 2, 1, auf geht's. Kinder, auf die Zielscheibe, 5 Stück, 3, 2, 1, auf geht's. Erwachsene, Wurfsterne auch auf die Zielscheibe. 5 Stück, 3, 2, 1. Sehr gut. Und Jason, ich habe noch eine Rauchbombe übrig. Und mit dieser Rauchbombe lassen wir uns beide verschwinden. Oh yeah. Oh yeah. Kinder, falls ihr noch eine Rauchbombe in eurer Tasche habt, guckt mal kurz nach. Ihr habt eine? Sehr schön. Dann lassen wir uns jetzt alle gemeinsam verschwinden. Stell dich auf, mach dich bereit. Komm hier rüber. Hier musst du die Rauchbombe platzieren. 3, 2, 1. Und das war's. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt ordentlich geschwitzt. Jason, schön, dass du dabei warst. Boom. Und das war das Ninja Workout. Schaut auf dem KidsFit-Kanal, da haben wir noch ein Regenbogen-Workout, was mit Tieren. Wir haben ein Spider-Man-Workout. Mit Dr. Octopus, wo wir Netze schießen. Also wir haben hier ganz viele Trainings. Von daher den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Mein Name ist Coach Steph, das hier ist Jason. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ja.